Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von mir, und zwar diesmal wieder aus der Challenge, zusammen mit Leles, Profi. Moin, moin, mein Aktive. Servus. So. So, jetzt sitze ich hier in riesen Großproduktion mit 110 Ballen. Und ich bin gerade erst einmal rum und eine Bahn gefahren. Ja, ich weiß, das Leben ist einfach gut für sich. Okay. Ja, ich hab's verstanden, ja. Echt? Ich bin nur konzentriert beim Arbeiten. Achso, ich soll vielleicht meinen Abfahrer. Warte kurz. So. Ei. Das war nix. So, meine lieben Freunde, dann werden wir mal da aufschauen. Wow. Jo, der Herr Kollege, was ich wusste, man. Und ja, da müssen wir dann später noch düngen und kalken, fertig, und ja. Ey, findest du es fresh, wenn dein LKW einfach oben im LU steht? Na. Wo eigentlich nicht stehen soll? Ja, ich auch nicht. Wo kann man Silageballen verkaufen? Oben am Händler. Beim, Landhandel, na wie heißt das? Hä? Ballenverkauf, weiß nicht. Danke für die Hilfe, nicht. Jetzt redet er. Was machen Sie gerade, Herr Kollege? Es ist ein Schwede weg. Ich wäre wahnsinnig. So, Dele. Du warst schon wieder weg und ich rede mit gar keinen. Was? Ich habe gerade gesagt, Herr Kollege, was Sie gerade zu machen, und dann schaue ich gerade um auf Discord, keiner mehr bei mir. Ja. Mein Sohn, was ist denn los? Ich war gerade unten. Aber bitte die magischen Hände an, danke. Hm? Mach mal bitte die starken Bauer, Digga. Nee, lass mich. Nein, ich brauch das wirklich. Jetzt mach mal bitte.
Lass dir helfen für deinen Spielkameraden. Halt's Maul und gib mir die Stadt. Nö. Ja, wir hatten den Anhänger jetzt hier so beschissen hingestellt. Ja. Herr L.U. Felix. Justin, du Hohensohn, komm jetzt da. Los. Bitte. Fertig. Wie bitte? Das hätte ich jetzt gern nochmal gehört. Dann wenn. Wenn sie Slotty haben, sagen sie das doch einfach. Oder? Sagen sie es am besten. Wo ist denn? Wo ist sie denn? So. Was denn? Übrigens, den Kramer läuft eigentlich die ganze Zeit. Nur mal wegen Sprit. Was denn? Alter, wo ist denn das für ein Klappspaten? Kann ich so sagen, wie das war. Fängt mit N an und hört mit S auf. Wo ist der Nieshaufen? Hä? Der Nieshaufen? Ja. Stelle den LU in Rechnung. Jojo, Herr Kollege. Und sonst, was läuft bei Ihnen? Ballen läuft, weil... ziemlich gut. Und frische Musik läuft auch. Kurze Frage. Ja. Wie stehen Sie... Fernbeziehung. Na danke. Haben Sie schon mal, wie heißt es? Scheiße. Erfahrung? Kannst du da korrigieren. Nee, mal ehrlich Meinung dazu.
Nein, das bock ich nicht. Nein, danke. Das brauche ich wirklich nicht. Nee, einfach mal deine, was du dazu hältst. Also für mich wäre das Real Talk nix. Für dich. Hättest du Tipps für andere, zum Beispiel für tausende Zuschauer, wenn sie eine Fernbeziehung machen wollen, was am besten ist, oder was man am besten macht? Da kenne ich mich leider nicht so aus, weil ich nur eine davon gehabt habe und ja. Ja, also? Also für mich wäre das nix. So wie ich gesagt habe. Wie weit war sie entfernt von dir? 70 Kilometer. Hä? Das zählt du nach Fernbeziehung 70 Kilometer? Ja. Hä? Ich dachte so dreistellig. Was? 3000 Kilometer? Nee, dreistellig. 100 Kilometer. Ja, 100. Warum? Das ist Fernbeziehung, hab ich gedacht. So 200, 300, 400 oder so. 999 Kilometer. Ey, ich hab doch mehr, ich hab falsch geraten. Es sind leider mehr als 120, was heißt leider, es sind mehr als 120 Ballen. Es sind, geben sogar wahrscheinlich fast 130. Kann ich deine Wiese gerade mitpressen und für mich behalten? Na. No. Schade. Hey, ich habe schon fertig, du Pfosten. Scheiße. Was machen Sie gerade? Pressen, die letzte Meter. Es gibt 130. Wie vielte Folge ist das jetzt, die dritte oder vierte? Dritte. Dann ist es die 91. Folge, dann haben wir noch 9 Folgen bis zum Finale. Jalla, Abfahrt. Oh, Alter, ich hab so Bock auf Finale. Ich hab so Bock auf RP. Weißt du, wo ich noch mehr Bock drauf hab? Ich muss das auch noch planen. Zwar nicht die Challenges wiederkommen, die sollen ja für mich auch eine Überraschung sein, aber zumindest, wie wir das da gestalten. Ich muss alles noch planen mit meiner Teamleitung. Da hab ich übelst Bock zu. Ach, da war da der Streifen, ich komm. Wo sind sie denn gerade? Achso, gut. Passt. Ja. Na, passt schon. Ja, ja. Dann, gute Taktik. Du kleiner, dummer Uhr. Ja, ja. Weiß schon Bescheid. Er hat's nicht mitkriegen. Ach, Digga, ich bin noch leiser flüstern, Junge. Ey, Leute. Sein mitgekriegt mit dem Karma. Nee, du weißt ja gar nicht, was ich vorhab. Das ist gar nicht fair. Jawohl, zähl halt schön mit. Natürlich, ich hab Ballenzähler hier unten, ich brauch keine mitzählen. Schön für dich. Bin ich auch. Dafür tue ich drei Arbeitsschritte in einen machen. Und? Wen? Was? Du willst nur drei Arbeitsschritte im einen machen. Das hilft mir jetzt mal nicht sehr. Die neuen Investitionen, die ich gleich mache. Muss ich gleich von, dass ich eine Presse habe, wo du hinten Ballenanhänger dranhängen kannst und von einem Mähwerk. Sicher geht das beim Big M. Du wusstest gleich, dass du ein Big M hast. Wer socken damit ich jetzt blöd ankauf? Kauf dir mal.
Nur weil du es dann nicht leisten kannst. Ich kann es mir leisten. Wenn ich jetzt einen Traktor oder so verkaufe, habe ich den. So, meine lieben Freunde, das war's halt dann schon wieder mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut gerne zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.